Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Unpacking des Needful Things Pakets. Wir sind, soweit ich glaube und zu denke, nein, soweit ich denke und glaube, wie auch immer, in der fünften Runde, also in der fünften Staffel. Und es ist mir eine große Freude, dieses riesige Paket jetzt mit euch auszupacken. Ich packe alle Mädels unten in die Infobox und auch die Playlist. Zum Needful Things Unpackings, findet ihr alles unten. Und unser Tauschpaket begibt sich ja immer in einen festen Kreis, in einer festen Reihenfolge an tollen Frauen. Und das Needful Things Paket ist im Grunde so ein kleiner, verschickbarer Flohmarkt mit allerhand wunderbaren Dingen, von Büchern über Düften, über Kosmetik und allerlei andere Dinge. Und ich bin sehr gespannt, was mich in diesem wirklich sehr, sehr großen Paket heute erwarten wird. Ja, alle Infos, alle Ladies und die Playlist unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich stelle das Paket jetzt mal nach nebenan und öffne es mal. Und oh mein Gott, ja, also es ist echt riesig. Oh Gott, was lächelt mich hier schon an? Muss ich direkt mal ein bisschen Platz machen. Wir haben hier zum einen unser Notizbüchlein. Da werde ich dann auf jeden Fall auch ein bisschen reinlesen, was die anderen Mädels das letzte Mal so ein bisschen eingetragen haben. Da freue ich mich sehr. Dann haben wir einen Beutel mit verschiedenen Tees und allerlei Getränken. Da werde ich mich auf jeden Fall umschauen. Tees finde ich auf diese Art und Weise immer ganz schön auch zu entdecken. Dementsprechend werde ich dann mal reinschauen und bestimmt auch ein bisschen was austauschen. Ja, dann kommen wir zur ersten Tasche. Die finde ich auch richtig schön. Die riecht auf jeden Fall sehr duftig. Mal schauen, was hier drin ist. Okay, wir haben ein Yuki Care Essence. Care Essential, ich zeige es euch. Und zwar natürliche Pflege ohne Kompromisse, einfach gut für dich und die Umwelt. Es ist ein Conditioner für jeden Haartyp. Ja, müsste ich mir die Inhaltsstoffe, ist schon direkt Alkohol an dritter Stelle, dementsprechend nichts für die Curly Hair Methode. Dann haben wir, das könnte dann der Duft sein, der hier so duftet, von Juniper Lane Wonder Leaf. Ein schöner Flakon. Darf man da mal seine Nase ranhalten? Oh, das ist sehr blumig. Leider nicht meins. Also schon sehr blumig. Ich glaube, das war auch das, was jetzt aus dem Paket so herausgerochen hat, würde ich jetzt mal sagen. Also da bleibt alles drin. Dafür habe ich jetzt noch eine Katze, die packe ich jetzt mal aus. Ja, auch eine schwarz-weiße Katze zum Abgeben. Na, du kommst hier mal bitte nach rechts. Nicht im Paket, also sollte jemand Katzenhaare finden. Das ist die Erklärung. Dann kommen wir zum nächsten Beutel. Das ist also schön in verschiedenen Beuteln verpackt. Oh, hier haben wir auch so ein bisschen Kosmetik. Was ist das hier? Das legen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier einen Baked Blush von NYX. Ja, eine schöne Farbe, könnte mir fast ein bisschen zu hell sein. Wir haben Nagellack. Wir haben von Fiji eine Intensivpflege, ist aber glaube ich nicht cruelty free. Dann irgendwie so ein Moisture Lipstick. Was ist da unten noch verpackt? Mal nach unten schauen. In so einem Pump-Spender. Wo ist denn da die Öffnung? Auch wunderschön verpackt, also dass wirklich gefühlt nichts auslaufen kann. Von Douglas Home Spa Breath of Amazonia Acai-Beere Maracuja-Öl. Eine Bodylotion. Ja, riecht man tatsächlich nichts. Ich glaube, da würde ich vielleicht mal meine Nase dranhängen, auch mal die Inhaltsstoffe mir anschauen. Das denke ich, mache ich dann, dass man da noch mal ein bisschen schnuppert. Was ist noch ein bisschen drin? Verschiedene Masken, eine Lippenmaske, ein Bart, ich weiß gar nicht. Das glaube ich auch von mir gewesen, kann dann auch mit raus. Und dann, was ist das hier? Sunset Silence, seelenruhiger Badeschaum. Also ich bade ja nicht sehr oft, aber wenn ich lese Mango Maracuja, das klingt auf jeden Fall nach einem tollen Bad. Ich glaube, das ist tatsächlich was für mich. Packe ich den Rest mal wieder ein. Das sind zwei Sachen, ich glaube, das war mein Washi-Tape, das hätte man sich wahrscheinlich merken sollen. Ja, ich glaube, das ist mein Washi-Tape, das kann dann erstmal zur Seite. Und das merke ich mir auf jeden Fall, weil dadurch, dass ich wirklich wenig Badeprodukte kaufe und halt auch selten baden gehe, ist es immer ganz schön, wenn man dann doch mal was geschenkt bekommt und was findet. Ja, hier auch was schön eingepacktes. Sami, komm, mach husch. Nicht in der Tüte. So, eine Kerze. Von Glade.
Oh, die riecht aber auch sehr aufdringlich, aber oh, er ist tatsächlich interessant. Champagner, Champagne, Cheers wahrscheinlich. Duftkerze steht nicht. Also Champagner, das könnte diese Spritzigkeit sein. Ja, ich finde, es hat was. Muss ich mal überlegen. Ich habe mit Glade noch gar nicht so viel Erfahrung. Aber die packe ich mal, ich sag mal, auf den virtuellen. Oh, vielleicht Stapel. Das ist hier ja alles gar nicht so einfach. So, genau. Dann geht es weiter mit einer I'm a Bag Match. Nee. Ist das eine Tischdecke mit so einem Weihnachtsdeko? Oder ist das ein Kissenbezug? Es sieht eher aus wie ein Kissenbezug. Ja, nicht ganz mein Stil, aber coole Idee, finde ich. Dann haben wir hier eine Tasche. Und da habe ich schon gelesen, dass man die auch aufblasen kann. Und dann wird sie zu einem Kissen, was man dann eben an den Strand mitnehmen könnte. Was haben wir denn hier? Oh, Katzenfutter. Und eine Schokolade. Also sowas ist auch mit dabei. Das hat natürlich im Sommer nicht geklappt. Noch mehr Katzensticks und noch mehr Katz. Also hier ist dann Hund und Katz vertreten. Mehr Katz als Hund. Hier haben wir Iams, Naturally, also ein Nassfutter, ein Feuchtfutter. Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Das könnte man tatsächlich mal ausprobieren. Ja, das werde ich mal auf den vielleicht Stapel packen. Ja, mein Luisi, was los? Huh? Was duftet hier? Ja, ich sehe das auch so. Ja, kommen wir zur nächsten Box. Ja, auch Weasley ist jetzt ganz fasziniert vom Karton. Oh, das ist ja toll. Hier sind Gewürze drin von Just Spices. Oh, das finde ich echt cool. Ich weiß gar nicht, wie man das sozusagen weiter vertauschen könnte. Aglio e Olio, Kräuter Avocado. Oh, das ist lecker, das hatte ich schon. Stullen Spice, oh, liebe ich sehr. Scharfes Pizzagewürz hatte ich, glaube ich, noch nicht, klingt aber gut. Und Kräuterquark-Dip ist ganz toll. Es gibt von Aldi oder Lidl veganen Quark sozusagen, also so eine Frischkäse-Art. Und da packe ich immer noch so ein bisschen was rein. Also förmlich schreit diese Box Steffi. Und ich sehe auch, dass die zum Teil auch tatsächlich, die sind noch alle geschlossen. Wow, also oh, ich weiß gar nicht, wie ich das umtauschen soll gegen was. Oh mein Gott, aber das wäre tatsächlich absolut was für mich. Also, dass ihr das seht, wir haben hier 6 Gewürze. Das finde ich echt cool. Also ich, ja, also das ist ganz, ganz großes vielleicht. Und dann haben wir hier noch einen Feel Good Breakfast Drink. Apple, Walnut and Cinnamon. Ah, ich weiß nicht. Zimt in Getränken finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ich fände es tatsächlich auch mal cool, es auszuprobieren. Also ich glaube, die Box bleibt mit großer Sicherheit einfach mal hier. Packe ich mir direkt mal nach nebenan und muss nur mal überlegen, was ich dagegen so ein bisschen reintun kann. Es geht hier weiter. Meine kleine Oase. Was haben wir denn hier? Schnürsenkel, die glitzern. Das finde ich ja cool. Dann hier haben wir so eine Postkarte, die man mit diesem Diamond Painting bemalen kann. Dann ein Flyer, da freue ich mich schon drauf, bezüglich der Kuscheltierpaten. Da hatten wir uns in der Gruppe auch schon mal unterhalten. Das werde ich mir auf jeden Fall einen rausnehmen. Dann steht hier, hier ist dann von dem Last Chance sozusagen. Da habe ich mir noch was rausgesucht. Ich glaube, bei der lieben Lisa. Das war, glaube ich, der Schlüsselanhänger. Und wir haben ja dann auch immer die Möglichkeit, wenn was zu uns zurückkommt, das nochmal in die Gruppe zu posten. Lisa, das hast du sehr gut eingepackt. Ich hoffe, es war Lisa, die das eingepackt hatte. Und dann kann man eben doch nochmal sagen, okay, irgendwie, jetzt ist es das doch. Und zwar mit Lieblingsplatz. Und ich glaube, dass das tatsächlich einfach an meinen Gattenhofschlüssel sozusagen rankommt. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Was ist da sonst noch so ein bisschen drin? Was ist das? Hergestellt. So Rentier, sind das so Serviettenringe? Ja, sehr cool. Dann haben wir hier Kaugummi, noch ein Washi-Tape. Dann haben wir hier noch irgendwas drin, Silikonbackform. Ah, okay, gut, ich bin ja nicht so ganz der große Bäcker. Dann weiße Sonnenblumen. Dann ist das so, das ist tatsächlich ganz niedlich, so ein kleiner Geldbeutel. Finde ich tatsächlich ganz süß, aber ein bisschen blöd, dass die Fächer hier draußen sind. Sonst hätte ich das tatsächlich ganz cool gefunden. Ah, und hier kommen dann noch Lesezeichen und Postkarten. Da kann man sich auf jeden Fall auch mal umschauen.
Ja, da ist gar nicht mehr so viel drin. Ja, ich weiß nicht, ob man das mal auffüllt. Ja, tatsächlich ist das ziemlich geräubert. Ja, die lasse ich jetzt, glaube ich, einfach drin. Ja, wer weiß, vielleicht freut sich da einfach auch der Nächste oder füllt es damit auf. Ich glaube, ich habe tatsächlich an Lesezeichen und so gar nicht so viel, was ich aktuell irgendwie mit auffüllen könnte. So, und dann machen wir die einmal zu. Ah nee, da haben noch die Sachen reingepasst. Ach, ich bin ein bisschen überfordert mit diesen vielen kleinen Päckchen, aber richtig schön. Also man merkt, ja, wir sind da alle sehr mit Liebe und Freude dabei. Das finde ich richtig, richtig schön. Dann, was haben wir hier? Ein Tell Your Stories Crime, Fabula Rasa. Der Würfel gibt vor, welche Karte aus dem verdeckten Erzählstapel entfernt wird. Er spielt von 6 Kartenmotive eine Geschichte. Nicht ganz so meins. Vor allem Crime ist ja nicht ganz so meins. Ich sehe, wir kommen dann auch langsam mal zu Büchern. Ich glaube, das gehört zum Buch. Das ist nochmal eine Tüte. Oh, da ist, glaube ich, Wolle drin. Ja, also coole Idee. Aber für mich geht ja echt Tierwolle sozusagen nicht. Von daher packe ich das einfach wieder zu. Ja, weil wer sich jetzt auch fragt, ne, so ein Schaf oder ein Alpaka muss ja eh geschoren werden und so weiter. Aber in der, ja, es ist halt nicht das Schaf, was man selbst hält, was dann liebevoll geschoren wird oder auf einer lieben Alpaka-Farm irgendwie, sondern auch da herrscht natürlich Zeitdruck und Stress. Und so, wenn Tiere dann einfach immer Waren sind, dann ist das immer nicht sehr tierfreundlich. Ja, kommen wir zu den Büchern. 100 Namen von Cecilia Ahern kenne ich bereits, war aber richtig schön hier eingepackt. Ach, mal rüberbeugen. Dann, oh, Lieblingsmomente. Einer meiner absoluten Lieblingsbücher habe ich auch schon zweimal gelesen. Ja, ganz, ganz tolles Buch. Habe ich auch hier im Regal. Das heißt, ja, der nächste sollte sich auf jeden Fall rausgreifen, weil das richtig, richtig schön ist. The Ruby Circle. Oh, das sieht ja toll aus. High Claire Academy von Jana Hoch. Wow, das sieht echt toll aus. Und auch der Buchschnitt, obwohl ich da sonst ja nicht so der Buchschnitt-Fan-Typ bin. So. Ja, hier ist dann auch noch die Autogramm, das Autogramm der Autorin. Und ich weiß gar nicht, ist das aus einem speziellen Verlag? Hier haben wir auch noch so ein Bild, wahrscheinlich der Protagonisten. Ja, es sieht dann doch ein bisschen jugendlich aus. Sich in ihn zu verlieben war leicht, ihm nahe zu kommen fast unmöglich. Ja, es ist eigentlich schon, ich finde, diese zwei Sätze sagen gefühlt schon alles aus. Ja, so schön es tatsächlich ist und so cool ich es finde, dass wir wirklich hier so ein ja, ganz tolles optisches Buch, ja scheinbar auch so eine Special Edition haben. Ja, man hat schon gemerkt, es ist glaube ich, einfach nicht meins. Oh, das finde ich aber schön. Das Findelkind in der Suppenschüssel, Hotel du Barry, Leslie Truffel, habe ich noch nie gesehen. Willkommen im Hotel du Barry. Rührend, komisch, dekadent und ein bisschen frivol. Eine hinreißende Geschichte für alle, die das Staunen noch nicht verlernt haben. Oh, das klingt doch schön. London 1919, seit im Keller des ehrenwerten Hotel du Barry ein lachendes Baby an der Wäscheleine gefunden wurde, besteht kein Zweifel. Hier ist etwas Besonderes im Gange. Prompt beschließt die bunte Belegschaft, die Kleine vor dem Waisenhaus zu bewahren. Und hätte das Zimmermädchen Mary das Baby nicht ausgerechnet zum Schlafen in eines silbernen Suppenschlüssel gelegt, hätte der Hoteldirektor Daniel du Barry vielleicht nie bemerkt, welche wundersame Geschichte sich hier ereignet. Oh, das finde ich richtig, richtig schön. Das klingt richtig toll, habe ich noch nie gesehen. Ja, das landet definitiv mal als erstes Buch auf dem Vielleicht-Stapel, weil ich das tatsächlich richtig, ja, richtig, richtig schön finde. Haben wir noch ein bisschen was Buchtechnisches? Oh, hier ist noch was an Büchern. Oh, hier ist der Ein nächster Popescu. Ich weiß gar nicht, wer hat Popescus aussortiert? Wahrscheinlich Anka. Könnte ich mir so vorstellen, jetzt beim Umzug. Und auch 7 Minuten nach Mitternacht habe ich sehr geliebt, dieses Buch. 7 Minuten nach Mitternacht ist sehr rührend, ist eine sehr schöne Geschichte. Gibt es auch eine ganz tolle Verfilmung. Und hier sind auch wunderschöne Illustrationen drin. Ich hatte das Buch, glaube ich, mal in so einer ganz alten Ausgabe. Ja, für mich war es aber nicht so das Highlight, dass ich gesagt hätte, ich müsste es sozusagen behalten. Passiert ja auch manchmal. Aber auf jeden Fall schöne, tolle Bücher mit dabei. Dann haben wir ein Eis. Anyone müsste auf jeden Fall ein Spielzeug für die Katze sein. Da muss ich echt mal gucken. Also das könnten
zumindest meiner Flummi und meinem Sam gut gefallen. Da muss ich mal gucken, das finde ich eine coole Idee. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin, wo ich meinen vielleicht hingestapelt habe. Dann haben wir hier so eine kleine Box. Das ist so eine Box. Was mache ich damit? Kann man die aufmachen? Nein. Was ist das? Kann man die nicht aufmachen? Das sind überall Löcher. Ich bin überfordert. Kann man die öffnen? Nee, wahrscheinlich tatsächlich nicht. Und dann ist hier auch so Diamond Painting drin. Ah, das hat ein Stück gebracht. Das ist eine Box, die man mit Diamond Painting versieht. Und dann hat man halt eine Box. Wobei ich das mit den Löchern noch nicht so ganz verstehe. Weil für Taschentücher bin mir noch nicht so sicher, was in diese Box reinpassen würde. Das rechtfertigt, dass da oben... Versteht ihr, wie ich meine? Weil man kann ja, könnte auch kein Geld oder so reinpacken. Bin ein bisschen irritiert. Eigentlich cool, dass man die Box einfach mit Diamond Painting verschönert. Aber was macht man da rein? Also Taschentücher ist definitiv zu klein oder dann einfach die echten Taschentücher. Ja, aber ich habe, glaube ich, 3 Diamond Painting Projekte am Start. Nein, ich lasse mich hier nicht verführen. Und dann kommen wir zur letzten Box. Mal gucken, was sich hier findet. Oh, hier kommt jetzt das Duftige. Und oh, ich sehe einen Tahitian Coconut Colada. Ach, der ruft ja förmlich Steffi. Ja. Der ruft nicht nur Steffi, der ruft Steffi. Ja, also den finde ich richtig schön. Also das finde ich auf jeden Fall einen ganz tollen Duft. Ich muss das hier mal ein bisschen aufteilen. Dann haben wir einen Autumn Orchard. Ich hoffe, man spricht das so aus. Der löst sich schon so ein bisschen auf. Ah, oh, nee. Oh, oh, nee. Der riecht nicht gut. Dann haben wir einen Scentsy Adored. Nee, ist glaube ich auch nicht mein Duft. Nee, gefällt mir leider nicht. Einen Friends-Duft von, ja, ist das auch von Scentsy? Ja, auch Friends jetzt gerade so, ist das mit Matthew Perry bekannt geworden? Das hat was Schönes, schokoladiges Kaffee. Oh, ich glaube, den lege ich mir mal zur Seite. Dann von Goose Creek, Vanilla Snow Angel. Oh, fangen wir jetzt schon mit Weihnachtsdüften an. Ja, es ist langsam Zeit. Nee, da ist irgendwas. Nee, das gefällt mir nicht. Dann noch ein Scentsy Apple Blossom Breeze. Und der ist sogar noch ganz. Ach nee, da riecht der Apfel. Ganz komisch. Coco Loco. Ja, Coco geht bei Steffi ja gefühlt immer. Oh ja, den finde ich tatsächlich auch schön. Ach, das ist nicht so einfach. Mango Ice Cream von Yankee in so einer kleinen Votivart. Den mochte ich letztes Jahr vor 2 Jahren ganz gerne. Habe ich aber, glaube ich, auch noch 2 Tarts da. Und dann noch ein Zitronen-Kaschmir, der ganz süß aussieht. Oh, nee. Also der ist Klostein gefühlt für meine Nase pur. Ja, also ist doch ein bisschen was auf dem Vielleichtstapel gepackt. Kater sitzt schon wieder im Karton. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen umschauen auf meinem Vielleichtstapel und dann auch überlegen, was ich reinpacke. Und ja, ich denke, in ein paar Minuten sehen wir uns dann auch direkt wieder. Ich werde jetzt mal ein bisschen Ordnung hier reinschaffen und dann ja, euch meine Ausbeute und meine Hineingabe sozusagen auch zeigen. Augenblicke später habe ich mich hier durchgewühlt und ja, werde auf jeden Fall einiges behalten. Ja, ich werde die angekündigten 3 Düfte behalten und zwar ja, den Friends Duft, den Kokosduft und den Coco Loco. Oh, genau, schmeiß alles direkt schon mal runter. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich das hinpacke. Ja, werde ich behalten und ich tausche hier 1:1 3 Düfte weiter. Eine Votivkerze, einen weihnachtlichen mit so Melz von Goose Creek und einen herbstlichen auch von Goose Creek, wo ich 2 Stückchen entnommen hatte. Und ich glaube, ja, das passt jetzt von der Duftmischung auch wieder ganz gut zusammen. Und somit ist der Duft auf jeden Fall gut ausgeglichen getauscht. Auch beim Tee habe ich mich ein bisschen ausgetobt, 3 neue Tees rausgenommen und auch 3 Sachen zum Testen mit dazugelegt. Beim Rest wird es jetzt tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Ich nehme mir auf jeden Fall das Buch, das klingt irgendwie schön. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Die ersten 2-3 Seiten waren vom Schreibstil auf jeden Fall ganz gut. Und hier wird es jetzt ein bisschen tricky, denn ich würde tatsächlich 2 Bücher reinlegen, einfach weil ich mir ja die Gewürzbox
nehme, ja, ich kann nicht dran vorbei. Ein Großteil der Gewürze, die kenne ich noch nicht. Die, die ich kenne, liebe ich und dementsprechend bleibt die da. Und deswegen werde ich jetzt einfach so ein bisschen mit Büchern auffüllen. Zum einen einmal Zugvögel, weil ich glaube, dass in unserer Runde definitiv ja Leute sind und Leser sind, die dieses Buch schön und gut finden werden, während ich es ja auch nur okay fand. Und dann trenne ich mich von einem meiner Schmuckstücke, weil ich tatsächlich nur den zweiten oder dritten Teil behalten werde, weil der auch signiert ist. Und zwar ist das aus der Size-Reihe von Neil Schusterman, der erste Teil. Und ja, auch mit diesem schönen Metallic-Cover. Und ich habe die alle gehört, hatte dann den ersten Band und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt der zweite oder dritte ist, der im Regal steht. Und den habe ich auf der Leipziger Buchmesse von Neil Schusterman unterschrieben, signiert bekommen. Und dementsprechend bleibt der natürlich im Regal. Und ja, vielleicht findet sich der ein oder andere Science-Fiction-Fantasy-Dystopie-Leser. Eine großartige Reihe, die ich wirklich nur jedem in diesem Genre empfehlen kann. Ja, dementsprechend hoffe ich, dass das einen guten Abnehmer findet. Jetzt bin ich hier, glaube ich, ein bisschen eingewirrt an Papier. Soweit, aber noch nicht so gut, denn ich werde auf jeden Fall auch den Badeschaum rausnehmen, obwohl, wie gesagt, ich nicht der große Bade bin, aber darüber freue ich mich. Und da ich ja immer noch diese große Gewürzbox hier behalte, ja, packe ich jetzt tatsächlich kosmetisch ein bisschen was drauf. Ja, neben Büchern und Düften sind ja auch Paletten meine Leidenschaft und Kosmetik. Und ich habe auch hier ein bisschen aussortiert. Man kann eben nicht alles durchgängig benutzen. Ich sortiere aus eine Palette von bei Beauty Bay. Und zwar ist das wirklich so eine schöne Midnight Blaue mit ganz viel Blau und ganz viel Lila. Und sie war von mir vielleicht 3-4 Mal in Verwendung. Ja, es ist, ja, wenn man zu viel hat, verwendet man es nicht mehr und das ist eigentlich mega, mega schade. Dementsprechend darf die weiterwandern. Und dann habe ich mich auch mal anfixen lassen von einem YouTuber, Marvin Maleficent. Und zwar hat er eine eigene Beauty-Brand gegründet, Gender X Beauty. Und das ist die Actually Gorgeous Palette. Und sie ist wunderschön. Ich finde sie auch immer noch toll. Aber, ja, ich weiß nicht. Also es waren sehr weiche Farben dabei. Ich glaube, man sieht hier tatsächlich so ein bisschen den Finger-Toucher. Das ist mit diesen weichen Glitzer-Lidschatten oft so. Ich benutze sie nicht. Ich hatte sie, glaube ich, wirklich zweimal in Anwendung. Ich habe 4 Farben draus probiert und ja, die darf jetzt auf jeden Fall weiter wandern. Und ich weiß ja, dass auch so ein paar Beauty-Mäuse hier mit dabei sind. Und dann trenne ich mich auch von einem Blush, nämlich den Cheek Lover Oil Infused Blush von Catrice. Ich verwende so gut wie nie Blush. Ich mache mir meine Rötungen ja mit der Foundation weg und mir erschließt sich der Grund nicht, warum ich dann Blush auftragen sollte. Ich habe immer noch 3-4 Blush, die ich immer mal benutze, aber den habe ich gefühlt auch nur 2-mal benutzt. Ähnlich wie dieser Highlighter, der ist von Essence Spread the Magic Baked Metallic Highlighter, der tatsächlich super schön ist, weil er so ein bisschen auch in diese Rosé-Richtung geht. Aber ich finde es einfach bei meinem Hautton, bei meiner unruhigen Haut, die eh schon so ein bisschen mit Rötungen kämpft, einfach schwierig, dann noch etwas mit Rosé oder Rot drauf zu geben. Dementsprechend ja, werden die 4 Dinge aussortiert. Denn ich nehme mir auch noch das Katzenspielzeug, beziehungsweise hat Sam hier auch schon 3-mal reingebissen. Und ich glaube, dass das tatsächlich dann ganz okay vom Tauschwert auf jeden Fall ist. Zusätzlich würde ich 3 Badewanne-Bücher einfach mal mit reinpacken. Ich weiß gar nicht, ob es den Verlag noch gibt, Wannenbuch. Das war auch mein ganz lieber Verlagschef, mit dem ich auch eine Zeit lang ganz sporadisch mal auf Instagram und so geschrieben hatte, den ich auch auf der Leipziger Buchmesse, ich glaube, 2-3 Mal getroffen habe. Und ja, Wannenbücher, vielleicht für den einen oder anderen, der gerne auch mal mit nassen Händen etwas liest. Und dann würde ich eine der letzten aktuelleren Flows dazu legen. Ich liebe die Flow und das ist, glaube ich, jetzt die vorletzte. Und es kann jeder einfach mal reinschauen. Es kann auch wieder zurückkommen, dann nehme ich sie raus. Aber vielleicht ist es ganz schön, wenn man sich einfach mal durch so ein Magazin blättern kann. Und ja, also ich erwarte nicht, dass es jemand behält und dann bei sich in den Papiermüll gibt.
aber sie darf gerne einfach mal weiter wandern und vielleicht hat ja der ein oder andere Spaß auch an der Flow. Und ich glaube, das ist es so am großen Tausch-Sammelsorium. Ich muss ja mal meine Katze, ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Wenn man hier ein Spielzeug hat, das findet natürlich hier, gleich ganz spannend, ne? Das ist hier gar nicht so einfach. Ja, aber das war jetzt das Needful Things Paket, für meinen Geschmack fast ein bisschen wenig Buch, mit nur einer Ausbeute, dafür aber Gewürze, auf die ich mich mega freue, ich kann baden gehen, ich kann wieder düfteln. Und richtig cool, also echt schöne Sachen drin, auch sehr abwechslungsreich. Da komme ich mir fast ein bisschen langweilig vor, als die, die jetzt Bücher und Lidschattenpaletten reinlegt. Aber irgendwer muss diesen Job ja auch machen. Und ja, ich bin sehr happy. Ich freue mich, ja, die nächsten Videos, Unpackings dann zu sehen. Schaut unbedingt bei den Mädels vorbei, egal ob auf YouTube oder Instagram. Und ja, ich packe das jetzt alles mal zusammen. Und ja, bin sehr, sehr happy. Danke natürlich den Mädels für dieses großartige Paket, was hier durch die Welt sozusagen geschickt wird. Also wir sind natürlich nur im kleinen Deutschland, aber es wird natürlich rundherum geschickt. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, die nächsten Mädels freuen sich auch bei all den Dingen, die jetzt drin sind. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Unpacking. Schreibt mir gerne, was ihr behalten hättet. Ob ihr vielleicht auch eins der Bücher kennt, die ich jetzt habe, weiter wandern lassen. Sagt da gerne mal Bescheid. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.